Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls Prepare to Die Edition. Okay, dieses Prepare to Die sage ich ab sofort nicht mehr. Das ist eine viel zu lange Einleitung. Ja Leute, dann wollen wir mal loslegen. Das letzte Mal hatten wir diese Leiter hier freigespielt. Und ich wollte meine Seelen eigentlich sparen, aber ich habe gesehen, da wir jetzt den Bogen brauchen, ich euch was zeigen möchte, und der Bogen eine Beweglichkeit, glaube ich, von, ja, von 12 braucht. Da steht es, links unter nötiger Attribut, dieser Hand, das ist die Beweglichkeit, braucht mir eine 12, also Stufe 12. Deswegen musste ich die Seelen dafür investieren. Und den Rest habe ich schon mal in Stärke investiert, da wir auch Stärke auf jeden Fall auch noch brauchen. Ja, gut. Dann noch, ja, die Pfeile rein. Und dann, ja, geht's los. Erstmal ein bisschen aufräumen hier unten. Ja, der gute Drache, meine Freunde. Gefährlicher Zeitgenosse, um den wir uns auch noch kümmern, aber ja, erst viel, viel später im Spiel. Ja, indem wir unten lang gehen, umgehen wir ihn sozusagen. Problem nur, es ist ein Leuchtfeuer direkt in dem Raum, das er bewacht. Oh! Sparta! Ja, sehr schön. Und ich denke mal, in diesem Part wird das eigentlich auch noch klappen, dass ich euch einen anderen Weg an den Drachen vorbei zeige. So, jetzt aber zu einem Trick, den wohl alle Demon's Souls Spieler kennen, oder alle, die zumindest schon mal einen Let's Play dazu angeguckt haben. Nämlich der tolle Drachenschweif, den wir ein paar Mal anschießen müssen. Ah, hoffentlich reichen meine Pfeile. Ja, die Sache ist so, ich kann es ja verraten, es gibt nicht nur einen Drachen im Spiel, es gibt mehrere Wesen, die einen Schwanz haben. Und ja, die Schwänze können immer, Gott, abgeschossen werden. Ihr seht, das klappt gerade nicht. Oh Gott, was mache ich denn? Ah, Leute. Und, so auch bei diesem Drachen hier, und man kriegt von denen dann immer eine tolle Waffe. Sehr schön. Und zack. Ja, so sollte es eigentlich immer klappen. Ja, und so bekommen wir auch bei diesem Schweif eine Waffe, und das geht mit diesem Bogen hier ziemlich gut. Hätten wir das Ganze gemacht, ohne die nötigen Attribute für den Bogen zu haben, dann, ja, würde das Ganze wohl nicht klappen. Zumindest bräuchten wir dann deutlich mehr Pfeile, als wir jetzt haben. Und so viel Geld möchte ich dafür ja nun auch nicht ausgeben. So. Bin immer gespannt, wie viel wir brauchen. Hoffentlich reicht nicht 25 noch. Wäre ganz schön doof, wenn nicht. Ach Gott, und ich treffe wieder nicht. Stell mich manchmal echt blöd an heute. Sehr schön. Eigentlich eine ganz, ganz simple Sache. Man muss nur wissen, wie. Und ja, das Schwert, was wir bekommen, ist ziemlich stark für den Anfang. Das macht ja das ganze Unterfangen hier wesentlich leichter. Ah. Juhu. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorspule, aber ich glaube nicht. So viel dürfte er eigentlich gar nicht mehr haben. Die 19 Pfeile müssten eigentlich noch ausreichen. Ihr seht, ich bin ein sehr, sehr guter Bogenschütze. Wobei es mich eigentlich wirklich mal reizen würde, einen Bogenschützen zu spielen. Man muss ja nicht ständig manuell zielen. Ja, das Spiel bietet sowieso irgendwie eine ganze Vielzahl an Möglichkeiten, das durchzuspielen. Magier, Pyromant, dann Krieger auf verschiedene Weisen. Mit den ganzen Waffen lässt sich immer anders kämpfen. Ja, sei es Hellebarden, sei es Katanas oder Axt. Das ist echt deutlich dolle unterschiedlich. Und ja, wie gesagt, dafür liebe ich dieses Spiel. Es hat mich, ja, hat mich viele, viele Stunden begleitet. Und jetzt geht das Ganze von vorne los. Und wir haben das gerade Drachenschwert, Leute. Sehr schön. Und 10 Pfeile sind noch über. Juhu. Gleich mal gucken, ob wir es schon ausrüsten können. Müsste irgendwo weiter oben sein. Da ist es. Guckt mal. Es hat einen Grundschaden von 200. Unsere Axt hat einen Grundschaden von
80. Nee, ja doch, von 80, glaube ich. Und ja, wir können es noch nicht tragen, weil wir 16 Stärke brauchen. Ist aber nicht das Problem, das bekommen wir auch noch hin. So, Leute. Wir gehen erstmal ein Stückchen weiter, denn ich möchte euch zeigen, wo es denn hier so lang geht. Ich könnte es euch auch anders zeigen, aber ich mache es jetzt erstmal so. Und diese Ratten hier sind gefährlich, Leute. Die können uns vergiften. Und Gift ist echt schlecht, wenn wir nichts zum Heilen haben. Wenn dieser Balken da aufgeladen ist, dann sind wir im Giftstatus. Und ich glaube, ich habe momentan echt gar nichts, um mich davor zu heilen. Von daher Ratten echt mit, was richtig bescheuert ist in diesem Spiel. So. Ja, Freunde. Hier müsste ein Gegner sein, der uns gleich anstören möchte. Und wir sind fortgeschritten zum Bezirk der Untoten. Die kommen der Glocke quasi immer näher. Es geht ja immer weiter bergauf. Und ihr seht, da ist das Tor verschlossen. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, sollte man auf dem Weg hierhin sterben, denn das nächste Lagerfeuer ist ziemlich weit, weit weg. Dann ist es doof, nur diesen Weg unter der Brücke lang zu gehen. Und da drin ist aber ein Leuchtfeuer. Und das möchte ich auf jeden Fall heute noch entfachen. So, des Weiteren ist hier oben noch ein, ja, ein Gast. Ich kann hier mal ganz leise hochgehen. Die Spannung steigt. Was wird wohl oben im Turm sein? Oder auf dem Turm? Ja, müsste doch gleich... Ah, oh Gott, er hat's mitbekommen. Ich hau lieber ab, Leute. Es ist nämlich ein schwarzer Ritter. Ich hab ihn trapsen hören. So, nichts wie weg hier. Weil gegen die haben wir echt noch keine Chance. Ich hätte ihn euch jetzt gern gezeigt, aber er ist losgelaufen und... nee, das ist ein bisschen zu gefährlich. So, ich gehe nochmal schnell zum Leuchtfeuer. Nicht, dass er hier irgendwie noch angelaufen kommt, der schwarze Ritter. Denn die Gegner spawnen immer zu ihrem, also zu ihrem Standardpunkt, wenn wir das Lagerfeuer betreten. Auch die, die uns verfolgen. So, dann mal schnell hoch zum Drachen. Ich hoffe, ich packe das, was ich euch jetzt zeigen möchte. Ich glaube, wir könnten sogar schon das Schwert eigentlich gleich nehmen, aber... So, man kann hier ganz gut farmen, zumindest anfangs, denn... Immer zum Leuchtfeuer hin und dann wieder hier hoch kriegt man immer 555 Seelen. Weil der Drache ja den Rest für uns macht. So... ja, und da seht ihr, ist die Tür offen. Und da wollen wir auch hin. Wow. Ist er jetzt weggeflogen? Nee, er ist da. Oh, ich habe gedacht, er ist gerade zu uns gekommen. So, jetzt könnten wir nochmal den Bogen gebrauchen. Und wir müssen jetzt ein Stück von da weglocken. Das heißt, es einmal anschießen und dann müssten wir eigentlich loslaufen. Oder brauchen nicht schießen. Wir können auch so los. Hilfe. Nein. Leute, das wird gefährlich. Das wird echt extrem gefährlich. Oh Gott. Ja, und wir sterben. So war es jetzt nicht geplant. Ah, ihr seht, das ist ein böser Drache. Ein wirklich böser Drache. Aber nicht so schlimm. Das machen wir gleich nochmal. Ich pfeife auch auf die Seelen, die ich gerade verloren habe. Ich hätte die wohl vorher einsetzen sollen. Das wäre ein bisschen cleverer gewesen. Aber macht ja nichts. Mal kurz was probieren. Also so und dann einfach... Okay. Ich finde, manchmal ist die Steuerung mit den Bögen ein bisschen doof, finde ich. Ich halte immer L gedrückt, obwohl man das nicht braucht. Man muss es nur einmal antippen. Dann kommt man in den Zielmodus und dann nochmal antippen, um wieder laufen zu können. Das war genau eben das, was mir auch wohl das Genick gebrochen hat. Well. So, schnell jetzt. So, dann schießen wir den Kollegen mal an. Ah, hat nicht geklappt. So, jetzt das Ganze einsammeln und laufen, ihr seht. Und wir schaffen's, wir schaffen's, wir schaffen's! Wuhu! Yay! So sollte es eigentlich klappen, schnell das Leuchtfeuer berühren, bevor er uns hier irgendwie grillt. Ah...
Sehr schön. Die Sache ist, jetzt haut er ab und wir können uns alles einsammeln, was es hier unten gibt. Haben zwar so ein paar Scherzkekse hier oben auf der Brücke, das stört uns aber nicht sonderlich. Na, der Zauber ist jetzt aber auch nicht wirklich so stark, finde ich. Na gut, dann mache ich euch so fertig. Au. Gut, dich vielleicht gleich mal zuerst. Yeah, komm her hier. So. Hier gibt es nämlich ein Schwert, was ich in Demon's Souls 1 verwendet habe, nämlich die ganze Zeit. Und das ist das gute Claymore. Ist auch hier wahrscheinlich eine gute Waffe, nutze ich aber eher seltener. Ich weiß gar nicht warum, aber... Ich hatte hier uns... Also hier hatte ich wirklich immer das Großschwert, nur den Zweihänder, den wir ja vorhin auch schon auf dem Friedhof eingesammelt haben. Zumindest im zweiten Part. So, und dann können wir hier jetzt noch mal schön das Gitter hochmachen. Hochmachen, hochlassen. Ja, und wir sind auf der anderen Seite. Ja, hier, Leute, gibt es... hier gibt es nachher noch ein Ei zu finden, aber dafür brauchen wir einen Willen, glaube ich, von mindestens 20. Dann steht auch Solaire hier, oder steht später, glaube ich, immer hier. Und dann können wir an dieser Statue hier können wir beten. Und dann können wir auch zu einem, ja, der Sonnenkrieger werden, so wie Solaire. Und wenn man, wenn man in diesem Eid ist, dann hat man eben eine höhere Chance, mit Leuten zusammenzuspielen, die im selben Eid sind. Und man ist immer so ein goldenes Phantom, man leuchtet richtig. Ich zeige euch das vielleicht doch nochmal. Man kann Solaire nämlich als NPC auch vor Endgegnerkämpfen rufen. Er leuchtet auch extrem goldig. Oder gülden, sagt man ja. Ja, steigen wir doch nochmal auf. lässt gleich Stärke. Ach, es geht nur einmal. Mist, mir fehlt noch ein bisschen was. Na komm, das eine kriegen wir nur auch noch zusammen. Von den beiden hier. Oder von den dreien. Muss ich mir jetzt nicht die Mühe machen und noch vielleicht da hochlaufen. Dann kann ich gleich das Schwert ausrüsten und dann ist gut. Au. Ach, der lebt auch noch, der Bogenschütze. Na, die haben hier schon ein bisschen mehr drauf. Das war's jetzt aber endlich. So, mein Freund. Du und ich. Boah, geil. Ich habe sogar mal eine Lanze gekontert. Die Konter machen sogar ein bisschen mehr Schaden noch als die Backsteps, sind aber ein bisschen schwerer, ja, zu meistern. So, reicht's denn jetzt? Jo. Sehr schön. Klappt doch schon mal wieder im Schnürchen hier bei mir. So, dann... Ja, das gerade Drachenschwert. Manche Schwerter haben Spezialeffekte, das ist auch was Neues. Ich zeig's euch mal. Wenn ich das Schwert in beide Hände nehme und dann einen starken Schlag mache, dann kriegen wir so eine Energiewelle, die ziemlich stark ist. Aber das Schwert nutzt sich dadurch auch deutlich, deutlich schneller ab. Ich glaube, pro Spezialangriff sind das, gehen da 50 Punkte runter und 200 hat es nur, 250. Können wir es entweder 4 oder 5 Mal machen. Und ihr seht, der Schaden ist enorm. Ein Schlag. Und die Gegner sind, ja, hinüber. Ich schau mal. Auch die Schwerter hier nutzen sich ab, ja. Ne, 330 hat es sogar. Aber es gehen sogar nur 30 runter. Es kommt immer aufs Schwert auf und auf die Spezialfähigkeit. Na gut. Dann geht's weiter, würde ich sagen. Wir sind ja jetzt schon mal gut ausgestattet. Ich finde, es sieht doch ganz nice aus, so für den Anfang. Zwar etwas special, aber ist schon okay. So, mein Freund. jetzt würde ich sogar schon überlegen, mal den schwarzen Ritter zu besiegen. Der hier oben ist. Ich probier's mal. Warte, schau mal, habe ich irgendwie einen schönen Ring dabei, der schon mal... Ne, nur den Ring der Opferung. So, am besten ist echt langsam erstmal hier hoch. Denn er steht relativ günstig, wenn er uns nicht mitbekommt. Es kann sein, dass ich jetzt hier drauf gehe. Schaut ihn euch an, ey, das ist echt hart. Die Waffe vor allem auch. Und dann... Ah, es hat nicht geklappt. Wow. ja, wichtig ist auch die. Ja, backstabben, sonst... Ah, sieht man alt aus? Das Schwert macht echt gut Schaden, ey.
Aber die ziehen auch ganz schön Ausdauer aus. Und da gibt es dann auch mal einen stärkeren, mal einen etwas schwächeren. Gott, ey. Hilfe, was ein Berserker. und ich bin tot. Mist. Ja, die Gegner hier sind noch ein bisschen schlauer. Also ich finde das schon ziemlich cool. Die merken, wenn man sich dann eben ja, heilt und so, dann schlagen die auf jeden Fall sofort zu. Ich probiere es gleich nochmal, Leute. Gibt es eigentlich jemanden, der noch nie gestorben ist bei einem Durchgang? Kann es mir nicht vorstellen. So. Ach stimmt, ich brauche hier nicht wirklich was machen. Ich brauche nur zuschlagen mit dem Schwert. Das reicht aus. Nehme es mal in zwei Hände, vielleicht für den Backstab. Bin ich ja ein bisschen stärker. Ich könnte ihn auch dann auf Entfernung besiegen, runterlaufen und mit Zaubern bearbeiten. Das geht auch. Aber ich möchte meinen Mann stehen. So. Sehr schön. Na gut, war jetzt nicht so viel mehr Schaden. Weniger als gedacht. Oh Gott, ey. Junge. Warum habe ich dich jetzt gerade nicht anvisiert gehabt? Oh Gott, und sie sind auch in so einer Aim-Funktion. Das ist voll nervig. Na, Leute, das gibt's doch gar nicht. Nein. Schon ein bisschen traurig gerade. Ach komm, einmal noch. Wenn nicht, dann mache ich es auf jeden Fall später. Ich werde die dann auf jeden Fall nachholen. Aber einmal möchte ich es noch probieren. Ihr seht, alle sind echt extrem mächtig. Hätten wir das Schwert jetzt nicht, dann ja, sollte man es auf jeden Fall sein lassen. Ich könnte ja mal was machen. Klappt das eigentlich? Wenn ich hier mal so eine schwarze Feuerbombe mit ausrüste. Und ich habe auch vergessen, das Feuer zu entfachen. So, geht sogar, aber es juckt ihn kaum. So, mein Freund. Nein, töte mich nicht. Ich habe dir nichts getan. O ehrenwerter schwarzer Ritter. Hilfe! So, abhauen. Heilen. Ja, ich ein bisschen mehr Platz. Aber ja auch. Blöd, Mann. Ach Gott, ey, ihr seht, heilen ist. Ach Gott, ich lasse es. Ja, nicht jeder Tag ist ein guter Tag bei Dark Souls. Ach. Schade. Habe ich meine Seelen geholt? Wenigstens was? Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Ja, wir sind hier. Ach nee. Ach, ich habe ja gar nichts. Na gut. Egal, macht nichts. Dann, bisschen Menschlichkeit benutzen. Und raus mit dir aus dem Inventar. Und, ach, es geht ja nicht. Wir müssen ja menschlich sein. Ach Mann, das mit dem Ritter ärgert mich jetzt irgendwie voll. Ich möchte den irgendwie besiegen. Na komm, ihr seid mir nicht böse, wenn ich es noch einmal probiere. Und wenn ich es dann wirklich nicht schaffe, dann gehen wir auf jeden Fall weiter. So. Auch die jetzigen Zauber sind gegen die echt ein Witz. Das bringt nichts. Aber so Endgegner und so kann man immerhin auch ganz gut mit den Zaubern bearbeiten. Und wir haben den Höhlensoldatenhelm.
So, lieber mal wieder ein bisschen langsamer gehen. So, da ist er. Ach, so, Kumpel. Jetzt probieren wir es nochmal beide zusammen. Ah, sehr schön. Und eigentlich ist es wertvoll, einfach nur hinter ihn zu laufen. Und wir haben es. Geht doch. Mann. So schwer war es nicht. Wir haben das Schwert des Drachentöters bekommen. Das lassen die auch nicht immer fallen. Und das kann man sich, wenn dann erst wieder ganz, ganz spät im Spiel nochmal holen. Denn die schwarzen Ritter hier in der Welt sind alle einmalig. Wenn die tot sind, bleiben sie auch tot. Ganz am Ende des Spiels gibt es dann aber doch einen Ort, an dem sie respawnen. Und da kann man sich dann alles holen. Ja, seht ihr Leute, so leicht kann's gehen. Und weiter geht's. Und da wartet auch wieder was ganz, ganz Feines auf uns. Erstmal das herlocken, was herkommt. Und yay. Tot ist er. Wow, was war das? Ich glaube, ich habe einen Flügelschlag gehört. Ich glaube, das war der Drache. Ach, der nervt. Ich gehe jetzt hier hoch. Der wird schon nachkommen. Und ja, hier ist. Boah, sind ein paar Bogenschützen, die rumnerven. Yeah. So, der andere müsste langsam eigentlich auch nach oben kommen. So, ich mache platt. Da kommt der andere doch schon. Hey Kumpel. Gut finde ich ja, dass die Magie wenigstens auch ein bisschen nachzielt. So Leute, und da unten steht ein böser, böser Keiler. Der ist nur an seiner, ja, an seinem Hinterteil zu verwunden. Alles andere ist ziemlich gepanzert. Es macht zwar auch Schaden dann, aber ja, nicht den gewünschten, sage ich mal. Und hier haben wir Köderschädel. Das ist ja eigentlich ein kleiner Hinweis vom Spiel selbst. Wir könnten ihn so besiegen. Das würde vielleicht auch ganz gut klappen, aber der ist gar nicht mal so schwach für den Anfang. Deswegen benutzen wir jetzt diese Köder und probieren das mal so Richtung Feuer zu werfen. Und dann werdet ihr was sehen. Er läuft durchs Feuer. Klasse, oder? Das machen wir dann nochmal. Und schon tötet er sich selber. Besser geht's nicht. Ah, und wieder ein verschlossenes Tor, Leute. Wo man hinschaut, verschließen dann die Typen hier jedes Tor. Man hätte das sogar, glaube ich, schaffen können. Doch der Typ hier, der läuft dann schnell vor und betätigt dann den Hebel und macht das Tor zu. Wenn man schnell genug ist und sich traut, an dem Keiler vorbeizulaufen, dann, ja, dann kann man das eben auch gleich schaffen. Aber wir müssen hier unten lang gehen und uns den Gefahren stellen, die hier auf uns lauern. Gleich zwei von euch. Seid ihr verrückt? So. Nicht hauen. Ich habe euch gar nichts getan. Ich versuche mir die Welt zu retten. Mein, ist gut. Nervige kleine Biester, sage ich. So, und hier unten gibt es noch einen Schlüssel, wenn ich mich recht entsinne. War es ein Schlüssel oder eine Seele? Nein, ein Geheimschlüssel. Ein Geheimschlüssel, wofür haben wir den nochmal gebraucht? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Manches ist mir auch wieder entfallen. Egal wie oft ich das Spiel durchspiele, man vergisst es immer wieder mal. So, jetzt mal so ein bisschen balancieren.
Ja, für Seelen lohnt sich sowas und ja, viel passieren kann ja hier auch nicht. So, ich würde gerne noch zum nächsten Leuchtfeuer kommen in diesem Part. Hier gibt es wieder mal nichts. Das könnten wir sogar schaffen. So, und wir sind auf den Zinnen, aber immer noch nicht auf der anderen Seite des Tores. Wartet mal, Leute, erstmal hier lang. der kriegt erstmal einen schweren Pfeil ab und dann hätte ich nochmal eigentlich auch backstabben können, aber es macht ja auch schon extrem viel Schaden. Hey, das ist clever. Und hopp. Sehr schön. Hier finden wir, glaube ich, das Ritterschild, ja, genau. Das müsste auch besser sein als das, was ich jetzt habe. Und tragen können wir es auch. Dann nehmen wir es doch gleich mal. Bleibt aber auch nicht unser Standardschild. Es gibt da noch so ein paar viel, viel schönere. So, auch noch einer. Die lassen alle nichts Schönes fallen. Ah, wartet mal, Leute, da ist er doch. Hier müsste doch irgendwo der Typ stehen. Na, wir kriegen ihn nicht zu sehen. Den hätte ich ihn jetzt schon abgeschossen. Ah. Na, mal eine kleine Heilung für zwischendurch. Gar nicht so übel. Denn hier, ja, laufen wir in eine kleine Falle. Ah, Zeit für Magie. Ein bisschen zumindest. Sehr schön. Ungeschützt tötet das die Typen. Hier noch den Komplizen kalt machen und dann. Ha, sind wir schon fast am Ende angelangt. Aber noch lange nicht am Ende von Dark Souls, denn ja, das Spiel hat noch nicht mal richtig angefangen. Um ehrlich zu sein. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt erstmal zum Richtung, ja, nächsten Leuchtfeuer. Ah, sehr schön. Hier können wir wieder die Magie sprechen lassen. Ach, wenn uns nicht ein Bogenschütze Feuer trifft. Es ist ja nervig hier. Ist ja auch gemein, der Typ. Es reicht's. Na, warte du. Sterben sollst du. Ach Gott. So. Ich heile mich lieber nochmal. Obwohl ich weiß, dass es eigentlich nichts mehr bringt. Denn Konfrontationen sind, glaube ich, nicht mehr auf unserem Weg. So, Leute. Ach, Mann, der Part schließt schon wieder perfekt ab. Und wir hören, ja, das Geräusch, was entsteht, wenn man Hammer und Amboss verbindet. Und das neue Leuchtfeuer. Sehr schön. Aber ja, wer da so rumhämmert und wo es eigentlich weitergeht, ja, das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn das wieder heißt Let's Play Dark Souls.